Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprüche Spritzer, Roddy Shop Shardot. Yep, heute ist auf jeden Fall mal ein Checkpot-Tag. Ihr habt vorher schon ein Checkpot-Video gesehen von einer Seite, wo es ein bisschen kleinere Bets gibt. Und hier sollten auf jeden Fall wieder leckere, schmackvolle 200, 300 Dollar Pots gehen, die wir auf jeden Fall abgrasen wollen. Gehen wir auch direkt mal rein. 117 Dollar wird das angezeigt. Bowie Messer, Case Hardened, Kampfspuren. Da gehen wir auf jeden Fall mal rein. Dann haben wir vielleicht noch... Nee, Alter, das sind schon 117 Dollar. Jetzt da noch ein Messer drauf zu prügeln, wäre ein bisschen over the top. Muschi! Nix Muschi, noch ein Messer, Digga. John war auch dabei, habt ihr jetzt ja gerade gehört. Jo, was geht? Was geht ja, ab, will ich da kleine... jetzt mal... White ich... Dankeschön, dass ich immer nur Jo, was geht sagen darf und dann war's da schon wieder. Ja, kannst du gerne, kannst du auch gerne mir noch eine kleine Story raus. Ja, drop. Okay, da hau ich jetzt mal eine kleine Story raus. Der Crony hat momentan eine, ja wie soll ich das sagen, der hat auf jeden Fall so ein Gerät in seinem Zimmer, nennt man auch Klimaanlage. Und man muss jetzt immer damit leben, wenn es heiß draußen ist, dass es sich anhört, als ob er eine Baustelle im Hintergrund hat. Kannst du ihn mal kurz anmachen zur Demonstration? Kein Problem, machen wir kurz, Freunde. Das ist überhaupt kein Problem, da ist die Nummer an. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber ich glaube schon. Ich glaube auch. Aber besser als zu schwitzen, kann ich euch sagen. Das stimmt. So das haben, war die Story of my life. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Messer noch draufgepackt. Gucken jetzt mal. Wir gehen ja auf jeden Fall ordentlich rein. Eieieiei. Warte mal. Machen wir mal zurückziehen und probieren die ganze Nummer nochmal. LOL. Bist du drin? Jetzt, wenn ich zurückziehe, bin ich drin oder was? Was ist das denn? 222 Dollar. Ach man, warum hat das denn so geleckt? Lol, jetzt kann ich hier 70 Cent gewinnen. Hat übel geleckt. Ja, wow. Ja, wow, toll. Oh, das ist besser. Ja. Ja, aber das ist doch kein Pot hier. Das ist doch kein leckerer Pot hier. Was ist das denn? Das hat übel geleckt. Oh nein. Ach nee, nee. Da kommen ja nur wir. Nice. Ja, nix nice. Das war schon... Klar haben wir jetzt ein Messer gewonnen, das ist cool, aber das war schon echt ein Schnullipott. Lol. Was ist das denn? Jetzt gehen wir hier einmal bei Balls rein mit über 200 und dann sowas. Na gut, komm, müssen wir das halt nochmal machen, die ganze Nummer. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Gehen wir nochmal mit 200 rein. Ich will hier einen leckeren Pott und nicht hier so eine... Das ist nichts für uns, Freunde. Wir wollen hier gute 50%, so 30-50%, dass man auch ordentlich was gewinnen kann. Ich weiß ja nicht, ob das Team wieder Probleme hat oder ob die Seite gerade Probleme hat. Also einer von beiden hat auf jeden Fall... Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall instant drin. Nice. Komm, ich komm auch mal rein. Ich tue auch mal ein bisschen rein knallen. Little bit. Warum kommen wir mit 25.000 Dollar rein? Hä? Was ist denn da so viel wert? Hä? Alles, was ist denn da so viel wert? Ist ja hier alles, alles nur Junk. Mit Junk. Komm, jetzt muss doch hier noch mal einer Bock haben hier. Ich will nicht schon wieder einen 80% Chance Pot. Da regt man sich zwar brutal drüber auf, wenn man den verliert, aber man freut sich nicht, wenn man ihn gewinnt. Deswegen lieber 50%, sich extrem freuen, wenn man gewinnt, oder extrem aufregen, statt 20% zu gewinnen, sich kaum zu freuen, aber bei einem Lose übel auszurasten. Das ist auf jeden Fall besser für die Nerven. Ja, yeah. That's right, Morphogos. Warum bin ich so fröhlich? Nee, du tust meine Gesangseinlagen hier rausschneiden. Naja, muss man mal ein bisschen weitermachen, dass ich das hier dir sagen kann, ob das drin bleibt oder nicht. Yeah. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie? Ja gut, kann man schon drin lassen. Was, wie heißt der nochmal? Alvin, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Alvin das Huhn? Ich weiß auf jeden Fall, dass er immer so eine halbe Eierschale auf dem Kopf hatte. Ich weiß, nein, hatte er nicht. Wer war das denn? Calimero. Hä? Wer war... Oh! Ein gutes altes Rust-Code. Ein schönes Anal-Knife. Damit kannst du dich ja identifizieren mit diesem Rust-Code. Rust-Codes sind geil. Ja. Ich liebe Rust-Codes. Ich liebe die nicht. Ich mag keine Rust-Codes. Ich finde sie geil. Ja, wir haben immer noch 60%. Ja, Digga, das ist aber immer noch... Das ist gut, ja. 60% ist gut und das gewinnt auch einiges, finde ich schon. Ja, gerade wenn man 200 Dollar drin hat. Rust-Code würde ich mich freuen, auf jeden Fall. Würde ich mich drüber freuen.
Ich würde mich auch drüber freuen mit 7%. Deswegen lass mich das Ding hier holen. Glaube ich, Mate. Also, Rust Code würde ich mich freuen auf jeden Fall. Komm jetzt. Wo ist der Vegeta? Wo ist der Vegeta? Wo ist der Grody? 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 Ja! Aber am Start auf jeden Fall. Gute alte Rust Code. Zwei Messer haben wir heute dazu gewonnen. $150 plus. Ist auf jeden Fall lecker. Da sind ja noch ein paar Abzüge immer dabei. Bei den Pots. Aber $150 plus, geil. Zwei Messer sind dabei, lecker Schmecker. Hier, das Rust Code ist neu und dieses falsche Messer Scorched ist auch neu. Aber nicht sonderlich geil. Aber lecker, cool. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Gamble Knife. Kann man da immer schön mit reinschmeißen. Freut mich. Das Rust Code, also die zwei Messer, die ich jetzt gewonnen habe, zeige ich euch jetzt nicht in-game, weil das sind einfach Messer, die habe ich schon mal gezeigt. Beziehungsweise das eine ist so hässlich, das sollte keinen interessieren. Und das Rust Code habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Weil das Falcon Knife ja so hässlich ist, warum gibt's mir das nicht? Also ich eher das Knife, ist geil. Ja, garantiert, ja. Ist schon safe ein geiles Playknife. Also ich weiß gar nicht, worüber du redest. Ist schon safe ein gutes Playknife, haut daraus. Ja, ey, ja. Abgehoben. Abgehoben! Oh oh, abgehoben, Mates. Na gut, Freunde, ich sag bis Spider-Man. Haut rein, lasst ein Däumchen da. Morgen wollte ich eventuell mal mein Play-Inventory vorstellen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Und Schlussfolge dann den Diallo. Yo, lasst es euch gut gehen. Ja, nehmt die Hand aus der Hose, weil jetzt muss nichts mehr gestreichelt werden. O3. Machst du rot. Gehen wir mal auf rot mit $40. Genau, genau. Die Summe suche ich mir nämlich selber aus, weil das sind keine Fake-Coins, Freunde, ja? Wir sind hier mit echten Coins am Start und ich will mir nachher noch was Leckeres auszahlen lassen. Das mit den Fake-Coins ist mir sowieso ein Dorn im Auge, ja. Da nimmt doch jede Spannung weg, ja. Immer beim Gamblen mit Fake-Coins, das ist doch absolut ohne Spannung. Regt mich auch auf, bei Phantom Lord zum Beispiel feiere ich übertrieben hart. Spielt ihr einfach.